das war für mich wie ein Schlag ins Gesicht. Ne? Und da muss ich sagen, also da muss dran gearbeitet werden. Das geht ja gar nicht. Ne? Rita scheint offen für die Analyse des Spitzenkochs zu sein. Denn auch ihr ist klar, nur so kann die Futterage vor dem endgültigen Aus gerettet werden. Die Kritiken der Gäste sind richtig, was aber nicht bedeutet, dass ihr das alles ändern müsstet. Man müsste einfach das Verständnis nur ändern diesbezüglich. Das heißt, dass man sich einfach dem Geschäftsfeld und den Erwartungen der Kunden anpasst, mehr nicht. Wenn ich in eine Pommesbude gehe, dann weiß ich, ich bekomme Essen aus der Pommesbude, so wie es in ganz Deutschland üblich ist. Ja. Und da sind nun mal eben Fertigprodukte Alltag. Ganz normal. Das nehme ich in Kauf. Hm. Na klar. So viel zum Imbissbetrieb. Beim zweiten Testessen wurde der Partyservice getestet. Ein Drei-Gänge-Menü sollte die Gäste überzeugen. Konnte die Futterage hier besser punkten? Kommen wir zum Partyservice. Von 50 möglichen Punkten bei dem Testessen im Ballhaus, was schätzt ihr, wie viel habt ihr erreicht? Hälfte vielleicht, 25. Was sagst du? Oh, knapp drunter. Ja, was heißt unter das? Unter 25, also 22. Ihr habt gerade mal 19 Punkte erreicht. Das Essen kam eher mittelmäßig an. Im Schnitt 5 Punkte. Totalausfall beim Ambiente. Nur ein Punkt für fehlende Deko und Plastiklöffel verhagelt das Gesamtergebnis. Insgesamt 19 Punkte. Eine Katastrophe. Also bewertungstechnisch ist das mit Verlaub ein Tritt in den Arsch. Was sagt ihr dazu? Beim Geschmack bin ich ein bisschen enttäuscht. Da hätte ich also mit mehr Punkten gerechnet, sagen wir mal so. Ambiente und Service. Klar, das darf einfach nicht passieren. Tischdeko, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ist ein absolutes No-Go. Tischdecken fehlen hier gänzlich. Nackter Tisch sieht nie schön aus. Das Auge isst eben mit. Ja, und warum passiert das denn? Ich sag doch, weil ich es verpeilt habe. Deswegen ist es passiert. Ja, wie lange machst du das schon? Ja, 25 Jahre Partyservice. 25 Jahre? Ausflüchte statt Problemanalyse. Rita verfällt wieder in ihr altes Muster. Was sagst du dazu, Felix? Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht darüber, das ist ganz ehrlich und offen. Und wie gesagt, ich war halt nur auf das Essen fixiert. Von einem professionellen Partyservice wäre ein besseres Ambiente zu erwarten gewesen. Doch auch beim insgesamt soliden Drei-Gänge-Menü sind dem Sternekoch handwerkliche Defizite aufgefallen. Das Geschnetzelte kam überhaupt nicht an. Null. Fleisch weich, aber trocken. Das liegt nicht an dir, das liegt am Fleischstück. War das Schweinerücken? Hm? Ja. Da kann man keinen Gulasch rausmachen, weil am Schweinerücken kein Fett ist. Woran liegt es? Bei allem Respekt, ihr wisst es nicht besser. Felix und Rita sind in der Gastronomie zwar Quereinsteiger, aber sie blicken auf jahrzehntelange Erfahrung zurück. Frank Rosin hat kein Verständnis dafür, dass ihnen dennoch Anfängerfehler unterlaufen, wie etwa beim Dessertbesteck. Erzähl mir mal, Felix, wie oft isst du in der Woche mit Plastikgeschirr? Ich möchte mich daran erinnern, dass ich da in der Woche mit esse. Wie oft isst du im Monat mit Plastikgeschirr? Naja, auch nicht. Wie oft isst du mit Plastikgeschirr? Gar nicht. Und warum müssen es eure Gäste tun? Ja. Ich fand nur den Löffel etwas merkwürdig. Da denkt man einfach nicht drüber nach. Ne? Und genau das ist das Hauptproblem der Futterage. Summa summarum, alles sehr unprofessionell. Die Gäste haben gesagt, dass sie euch privat nicht buchen würden nach dem gestrigen Besuch. Alle. Wenn ihr so weitermacht, dann ist das euer unternehmerisches Ende. Weil euch nicht der Fleiß fehlt und nicht die Arbeitsmoral, sondern das Wissen und ein Steuermann, der euch in die Richtung der Zukunft bewegt. Das Futterage-Team hat versucht, die sinkenden Umsätze durch neue Geschäftsideen abzufangen. Als der Imbiss nicht mehr lief, kam der Partyservice und das Schulcatering hinzu. Doch bei all dem haben sich die Schuberts verzettelt. Ihr habt einfach zu viele Geschäftsfelder. Und ich denke mir und überlege, was tun, um eure Situation grundsätzlich erstmal neu aufzustellen. Als erstes werden wir mal einen Finanzcheck machen.
Die Fehlersuche im Gemischtwarenbetrieb Futterage geht weiter. Die Analyse der betriebswirtschaftlichen Auswertungen steht an. Damit will sich Frank Rosin Aufschluss über das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben des Geschäfts verschaffen. Okay. Wir sagen, hast du dabei? Ja. Ich würde sagen, wir nehmen Saskia mit dazu. Erstens wollen wir transparent sein in Zukunft. Genau. Zweitens muss die Jugend integriert werden. Genau. Und drittens hat sie mich auch geholt. Bisher haben sich Rita und Felix immer allein um das Geschäft gekümmert. Ihre beiden Töchter haben keine Ahnung, wie schlimm es wirklich um den Familienbetrieb steht. Mensch, Kinder, sind fast 50% Wareneinsatz. Die Preise sind zu niedrig. Ja, Kalkulation stimmt nicht. Ich habe schon öfter darüber geredet mit meiner Frau, dass die zu billig sind. Und was sagt sie dazu? Sie meint, wäre in Ordnung. Der 59-jährige Felix hat die Preiskalkulation seiner Frau überlassen. Und die hat versucht, mit niedrigen Preisen mehr Kunden anzulocken. Aber um alle Kosten zu decken, sollte die Ware nicht mehr als 30% des Verkaufspreises der Gerichte kosten. In der Futterage hingegen liegt der Wareneinsatz bei 50%. Das heißt, das Verhältnis der Geschäftsfelder sind beim Imbiss 33% und beim Catering 67%. Mehr als das Doppelte. Die Analyse der Sternekochs zeigt, der Umsatz durch Schulcatering und Partyservice ist im Vergleich zum Imbiss bei etwa gleichem Arbeitsaufwand mehr als doppelt so hoch. Rita und Felix haben ihre Misere nie richtig hinterfragt und stattdessen kopflos weitergearbeitet, ohne zu sehen, dass sie auf die Pleite zusteuern. Ich brauche mal eben 5 Minuten, ich muss mir eben Gedanken machen. Ich bin wieder da. Kein Wunder, dass sich bei diesen Zahlen in den letzten Jahren rund 46.000 Euro Schulden angesammelt haben. Doch wie lässt sich die Futterage noch retten? Mann. Hier geht's gerade um deren Lebenswerk. Puh. Das wird jetzt auch Rita und Felix schmerzlich bewusst. Die Zahlen stimmen nicht, der Wareneinkauf stimmt nicht, zu dem Umsatz stimmt das schon mal gar nicht. Wenn ich dann sehe, was da im Endeffekt übrig bleibt, da kommen mir auch die Tränen. Ich bin davonlaufen. Wir haben nicht richtig agiert. Wir haben überhaupt nicht agiert. Wir sind nur am Reagieren noch irgendwie. Ja. Und ja, also ein Teufelskreis, aus dem wir alleine, glaube ich, nie herausgefunden hätten. Ihr habt euch aber auch nie einem anvertraut. Erst als es jetzt kurz davor war. Ihr habt das ja mit euch selber ausgemacht. Beide Töchter, Saskia und Bianca, wussten nichts. Ihre Eltern wollten sie nicht mit ihren Sorgen belasten. Das war Rücksicht an falscher Stelle. Wie soll es jetzt weitergehen? Frank Rosin hat nachgedacht und ist zu einem Ergebnis gekommen. Das Catering-Unternehmen hat Potenzial. Es muss nur professioneller geführt werden. Und Rita muss lernen, richtig zu kalkulieren. Also, so wie die Situation jetzt ist und so wie die Fakten auch hier liegen und wie ich alles erlebt habe, muss und möchte ich euch nahelegen, zu überlegen, den Imbissbetrieb zu schließen. Ein Schock, nicht nur für Tochter Saskia. Den Imbissbetrieb gibt es seit gut 35 Jahren. Er gehört zum Leben der Schuberts dazu. Als Geschäftsmann weiß Frank Rosin aber, dass dringender Handlungsbedarf besteht, um die Existenz der Familie zu retten. Der Sternekoch gibt dem Team Bedenkzeit, um sich zu entscheiden. Nach über 30 Jahren einen wirklich wichtigen Teil des Geschäfts schließen zu müssen, das ist echt schwer. Aber es muss sein. Oh, scheiße, das fällt mir schwer. Die 32-jährige Saskia ist in der Futterage quasi aufgewachsen. Hier hat sie mittags gegessen und danach ihre Schulaufgaben erledigt. Der Imbiss ist ein Stück ihrer Kindheit.